Carmen Jeitler-Cincelli, geboren in Innsbruck. Einen schönen guten Vormittag, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und Zuseher. Welches Frauenbild haben Sie, wenn Sie der heutigen Debatte und der gestrigen Debatte folgen? Wir haben die Alleinerziehende, die sorgsame Mutter in ihrer Überforderung mit den Maßnahmen jetzt. Wir haben gestresste Unternehmerinnen, wir haben Frauen mit Migrationshintergrund, wir haben ganz viele, eine breite Palette von Frauen da draußen. Wir haben die Quotenfrau im Aufsichtsrat oder vermeintliche Quotenfrau. Wir haben das Opfer von Gewalt in einer toxischen Beziehung. All diese Frauen gibt es und daneben gibt es noch ganz viele mehr. Und wissen Sie, was eigentlich das Interessante ist, dass sich unsere Lebensphasen oft zueinander reihen, dass wir uns permanent entwickeln können, dass wir die Chance haben, aufzustehen, dass wir ganz, ganz viel die beste Version von uns selbst werden können. Das ist das Leben, das ist Entwicklung und oft braucht es eine Neuerfindung. Was mir ein Herzensanliegen ist, ist, dass wir keine Frau in irgendeiner Form beurteilen, sondern dass wir sie unterstützen, da in ihrer Lebenssituation, wo sie stehen. Und dafür braucht es von klein an Instrumente. Und dieses Zauberwort ist für mich Empowerment. Normalerweise mag ich deutsche Begrifflichkeiten lieber, aber Selbstermächtigung, das klingt etwas sperrig. Ich glaube, Empowerment ist das, was wir brauchen. Und das sind Programme von ganz klein auf, wie zum Beispiel Mein Körper gehört mir. Und an dieser Stelle einmal danke an diese Lions Clubs, die seit einem Jahrzehnt ungefähr schon 250.000 Kinder hier begleitet haben, damit es dieses Programm gibt, den Körper wahrzunehmen, sich abzugrenzen, kleinen Mädchen Nein zu sagen vor sexuellen Übergriffen. Und ich möchte jetzt schon auf den Herrn Schnedlitz, der leider gerade nicht im Saal ist, eingehen, mit seiner unfassbaren Rede, die er da über Facebook streamt, die tausende Male geteilt wird. Da verwendet er diesen Claim oder missbraucht diesen Claim mehrmals, mein Körper gehört mir. Nein, der Körper ist etwas, ja, der Körper gehört uns Frauen. Ursprünglich kommt dieser Claim übrigens aus der Feminismusbewegung heraus. Da geht es um Abortion Rights, ja, um Abtreibungsrechte, noch einmal spannend. Aber Herr Schnedlitz, ich sage Ihnen eines, vielleicht schauen Sie sich später an. Sie haben nicht das Recht, diesen Claim zu missbrauchen, dafür, dass Sie den Menschen von einer Impfung abraten, dafür, dass Sie sagen, wir leben in einer Diktatur. Neuinfektionen, ich glaube, das spricht für sich. Ich glaube, wir haben hier andere Schritte zu setzen. Es braucht Initiativen, Mädchen in MINT-Fächer zu bringen. Meine Kollegin zum Beispiel wird eine Stiftung für das extra gründen, ja, damit sie auch diese Lust an MINT behalten. Unsere Frau Ministerin und die Frau Ministerin Schramböck gemeinsam haben hier einen Award vor kurzem gegründet. Es braucht Finanzerziehung für Mädchen. Es braucht natürlich auch Kinderbetreuungsthemen. Und Herr Kollege, nur weil man 20 Mal was sagt, wird es nicht richtiger. Ja? Es wird hier sehr, sehr viel getan. Und Evi, das, was du vorher gesagt hast, es ist ja kein, also wir wissen ja mittlerweile, es geht um einen Motherhood Pay Gap. Ja? Der echte Gender Pay Gap sind ja nur ein paar Prozent, die man klären kann. Wir müssen Frauen dazu bringen, dass sie darüber nachdenken, dass sie früher wieder mehr Stunden machen, damit sie dann nicht in diese Altersarmutsfalle kommen. Ich glaube, wir müssen in allen Lebensphasen, unsere Aufgabe ist es, Frau Heinisch-Hossek, ich verstehe Sie leider nicht. Unsere Aufgabe ist es, in allen Lebensphasen unterstützen. Und ich glaube, der Erfolg jeder Frau sollte eine Inspiration sein für andere Frauen. Ich glaube, wenn wir einander anfeuern, einander begleiten, dann sind wir am allerstärksten. Vielen Dank. Applaus